Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Castle, Folge 19, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, euch hat diese erste Timelapse gefallen in dieser heutigen Folge. Und das soll nur ein kleiner Vorgeschmack darauf sein, was heute noch kommt. Denn ich möchte auf jeden Fall noch eine Timelapse haben. Ich habe auf jeden Fall damit angefangen, unten, ich meine, ihr habt es ja gerade gesehen, aber ich habe damit angefangen, unten das erste Haus zu bauen. Und ich muss hier auch mal, also wir brauchen auf jeden Fall eine Folge, wo wir alles schön machen. Das ist auf jeden Fall noch schuldig. Aber ich habe, wie gesagt, erstmal angefangen, hier unten etwas zu bauen. Und zwar das erste Haus, was hier stehen soll. Das hier ist das erste Haus. Und ich habe mir auch noch was gedacht für die Fläche hier zwischen und für hier das alles und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich den Eingang des Hauses auch da gemacht. Aber ich erzähle hier erstmal, was ich so vorhabe. Also erstens, den Eingang von dem Haus habe ich hierhin gemacht, weil ich hier und auch hier gerne Marktstände hätte. Und hier kann ich auch noch einen kleinen Marktstand hinstellen, in diese Richtung oder so. Und vielleicht kann hier der Shady Schwarzmarkthändler sein oder sowas, der, weiß ich nicht, ja, verbotene Gegenstände verkauft in meinem Königreich. Ich verbiete auf jeden Fall Diorite, also wenn Diorite verkauft wird, dann da. Ne, muss ich gucken, vielleicht baue ich hier so einen Diorite-Händler und dann lasse ich meine Gefolgschaft den immer festnehmen oder sowas. Ich weiß es nicht, ja. Müssen wir nochmal gucken. Auf jeden Fall, Diorite wird auf jeden Fall verboten in meinem Königreich, ne, das ist natürlich ganz klar. Also das muss auch noch verschwinden. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Ich habe hier auch so einen kleinen Balkon gebaut. Ich finde ihn einfach schön. Ne, das Haus ist auch so ein bisschen mehr nach links, was jetzt vielleicht noch so ein bisschen komisch aussieht. Aber ihr müsst euch vorstellen, und da ist das Dach auch absichtlich nicht da, hier kommt ja noch ein Haus hin. Und das Haus geht dann straight nach oben. Dann macht es natürlich irgendwie Sinn, dass die hier das Haus so ein bisschen mehr nach links gebaut haben. Also das ist tatsächlich schon Absicht, dass das so unsymmetrisch ist. Das wird gut aussehen, sobald das zweite Haus da ist. Und ich finde das jetzt auch noch nicht so schlecht. Also, keine Ahnung. Ist ein sehr kleines Haus, ist nicht so viel Platz. Aber man hat hier hinten auf jeden Fall noch einen Gang nach draußen. Kann hier so ein bisschen gucken, hey, was ist schön, was ist nicht so schön. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache. Und nachdem ich heute das Haus schon geschafft habe, möchte ich auf jeden Fall noch das Haus hier neben bauen. Und genau das werden wir jetzt gleich noch in der First-Person-Timelapse machen. Ich möchte das sehr ähnlich aufbauen wie das Haus, was wir da schon gebaut haben. Also auch wieder gleiche Materialien wahrscheinlich. Vielleicht wechsle ich zu einem anderen Kabel oder einem anderen Stone generell. Und ich glaube, das werde ich auch tun, einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Abwechslung einfach drin haben. Ich meine, jetzt haben wir ziemlich viel von demselben Stone benutzt. Dabei gibt es, wenn man sich das mal anguckt, hier super viele geile Cobblestone. Das hier zum Beispiel, Small Disorder Tiles. Ja, weißt du was, warum nicht? Wir machen das Haus jetzt mit Small Disorder Tiles. Dann müssen wir halt bei den Treppen so ein bisschen gucken, aber das geht schon alles. Mit dem Holz möchte ich aber in eine ähnliche Schiene fahren und hier dann auch wieder einen Balkon machen. Vielleicht mache ich hier sogar so einen Eckbalkon. Das wäre mit Sicherheit irgendwie cool. Aber jetzt wird erstmal gebaut. Das Haus ist auch ein bisschen, also nicht ein bisschen, das Haus ist genauso groß von der Grundfläche her wie das Haus da drüben. Also exakt gleich groß eigentlich. Aber ich würde sagen, wir legen hier einfach mal los, setzen hier den Grundstein, indem wir hier so ein bisschen reinmachen. Wir könnten das Haus einen weiter in diese Richtung bringen. Und ich glaube, das mache ich. Dann ist es auch ein bisschen größer einfach. Und ein bisschen größer ist ja schon mal nicht falsch. Ein bisschen unsymmetrisch bauen, so ein bisschen absichtlich so bauen, als wäre es nicht alles von vornherein geplant gewesen, was im Mittelalter ja nicht immer so war. Also, schätze ich mal. Ich persönlich war jetzt noch nicht im Mittelalter. Ich weiß nicht, was bei euch so abgeht, aber ich war noch nicht da. Ich reiße erstmal noch ein bisschen die Mauer ab. So, und dann werden wir das Haus hier so lang gehen. Warte, ich zeige es euch einfach mal. Pass auf. So, ungefähr. Und kann dann so ein ganz kleiner Garten. So, keine Ahnung. Der kann dann hier in den Garten reingucken. Und der kann dann in den Garten reingehen oder so. Ich weiß es nicht, ja. Aber das kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass wir hier so einen kleinen Garten haben. Finde ich aber gut, dass wir das mit anderen Teils machen, weil immer wieder dieselben Teils benutzen, finde ich natürlich auch irgendwie doof dann. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal komplett anderes Material benutzt. Also komplett nicht, halt immer noch Cobblestone, aber halt ein bisschen was anderes. Und größer wird das Haus auch noch. Aber ich würde sagen, Leute, ich baue den vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach hinten. Und dann kommt man hier durch das Haupttor durch. Und dann hat man hier direkt so eine Stufe. Wobei, ich finde, da geht es noch. So. Ich glaube, so geht das noch, oder? Das ist doch nicht zu viel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das zu viel findet im Endeffekt. Aber ich glaube, das geht klar. Dorcraft, Ehrenmann fürs Leben. Ehrenmann. Müssen aber auch die Kisten hier weg. Ich weiß, ich habe die gerade erst dahingestellt. Und wisst ihr was? Einfach, um das noch ein bisschen aufzulockern, nehme ich, glaube ich, auch ein gechiseltes Holz. Wieso denn nicht? Dafür haben wir die Mod ja schließlich drauf, nicht wahr? Was für ein Holz nehme ich für die Wand? Wieso nicht das hier? Das sieht spannend aus. Let's do it. Why not? Ja. Nicht cool. Mag ich. Ja. So gefällt mir das schon mal. Der Eckbalkon ist auf jeden Fall rückt in greifbare Nähe. Und hier müsste die Wand sein. Wieso?
Geht es von außen fit? Wenn hier noch ein Fenster hinkommt, finde ich, sie geht es sogar mit kompletter Mauer fit, weil wir außenrum ja schon viel Detail haben. Und wenn wir dann hier noch so einen Zaun hinmachen, ich gehe das nochmal fitter. Hier kommt der Markstand hin. Das gefällt mir schon mal. Die andere Seite hier muss auch noch gemacht werden. Ja, hier können wir eigentlich komplett durchhauen. Das ist ja jetzt nicht so wichtig. Da ist eh die Mauer. Von außen sieht man es also nicht. Und von innen sieht es halt so aus. Von innen ist es halt dieser Raum. Das ist voll in Ordnung. Und genauso das gleiche hier. Ja, man sieht es einfach nicht. Gut, und hier hinten ist halt immer noch die Frage, wollen wir hier jetzt einen kleinen Garten machen oder nicht? Ich glaube schon. Man kann den Leuten auch einfach mal einen kleinen Garten geben, in den man reingehen kann. So. Haben hier einen kleinen Garten und dann, keine Ahnung, können wir später bauen. Vielleicht machen wir ja auch ein Geheimversteck. Vielleicht haben diese Bürger, die hier gewohnt haben, ein Geheimnis von mir. Was nicht so gesund wäre, weil ich bin natürlich der Herrscher und da soll man keine Geheimnisse haben. Ihr wisst Bescheid, das ist nicht so gut. Hört einfach auf den König, dann ist alles supi. Aber ja, manche Leute wissen es halt nicht besser. Jetzt baue ich einfach schon weiter, ohne euch zu erzählen, was ich mache. Entschuldigung, es ist irgendwie Macht der Gewohnheit. Irgendwie verliere ich mich dann immer komplett im Bauen. Aber ich habe mir vorgenommen, heute den Prozess dieses Hauses mit euch zusammen zu machen. Das war so ein bisschen mein Plan. Euch noch ein bisschen zu zeigen, wie ich das Ganze angehe und so weiter und so fort. Weil ich viele Fragen bekomme, hey Klim, wie kannst du so gut bauen? Ich finde zwar nicht, dass ich so mega ultra gut bauen kann, aber ich glaube, ich bin schon nicht scheiße. Und deswegen wollte ich euch einfach mal so ein bisschen zeigen, wie ich das mache. Also, ich fange meistens mit den Säulen an und dann baue ich drumherum und merke mir ein paar Sachen. Erstens, eine Wand darf nicht eintönig sein. Die muss so ein bisschen rausstechen, so ein bisschen 3D sein. So wie es hier jetzt im Endeffekt ist. Die Wand ist so ein bisschen 3D. Hier geht es so ein bisschen mehr raus, hier geht es auch ein bisschen raus. Hier ist auch alles auf verschiedenen Ebenen. Wenn ihr euch das mal anguckt, die hintere Ebene, die mittlere. Dann kommt da noch eine Ebene davor mit dem Zaun. Und so. Das hätte man auch besser machen können, by the way. Aber so grundsätzlich ist das so ein bisschen die Idee. Mehrere Ebenen. Man muss dem Auge was geben, wo es hingucken kann. So. Hier habe ich jetzt dasselbe Prinzip genommen und ich möchte da oben erstmal den Balkon reinböllern. Ja, ich habe wieder böllern gesagt, bevor ich da irgendwas anderes mache. Ich glaube, ich snack mir diesen, ja, das war vielleicht eine blöde Idee, aber ich snack mir das hier und ziehe oben erstmal den Balkon rein. Das habe ich hier ganz simpel gemacht, indem ich hier so einen Eckpfeiler setze. Setze mir hier wieder einen Eckpfeiler, weil hier muss der Balkon weitergehen. Und dann bin ich einfach ganz easy von Block zu Block gegangen und habe mir da entsprechend immer die Dinger gesetzt. So, habe ich jetzt bis zum Ende gemacht. Und dann bin ich hingegangen und habe hier entsprechend einfach nur Seitenteile reingezogen. Und das war es auch schon. Ich glaube, ich kann pennen gehen. Ja, nur noch Joe ist da. Das heißt, ich kann schlafen. Hallo? Es ist doch dunkel. Lass mich schlafen, Minecraft. Los. Dankeschön. Da geht doch. So, jetzt haben wir hier auch einen Balkon. Und zwar der ums App geht. Gucken wir uns das mal von außen an. Das finde ich doch schon mal sehr nice. Das gefällt mir. Okay, jetzt ziehen wir das Dach rein, bevor wir die Mitteletage machen. Warum gehe ich da lang? Ich weiß es nicht. Jetzt kann man das Dach reinziehen und dafür brauche ich einen easy peasy Weg nach oben und unten. Und ich glaube, ich mache das einfach über die Burgmauer. Also, normales Dach. Einfach mal hier bis nach vorne gehen. Und zwar so, dass es ein bisschen raussticht, so wie hier. Und dann von unten, von oben, von unten, von oben. Von unten, von oben und so weiter und so fort. Aber bei der Mitte machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal. Denn dann trifft man sich irgendwann. Toll. Zack, Dödler hier hin. Zack, Trödler hier hin. Den machen wir noch hier hin. Und dann heißt es das ganze Dach. Und zwar bis zum Ende. Und bevor ich es vergesse, hier natürlich auch noch zumachen. Nicht wahr? Und sieht es von vorne später doof aus. Ja, finde ich gut. Sieht geil aus. Gefällt mir. Noch 3 Herzen, aber das geht fit. Und ich finde, jetzt passt es auch richtig gut zusammen. Ich mag die beiden Häuser. Die gefallen mir. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz hochgehen und diese Wände hier einsetzen. Damit tue ich mich aktuell noch ein bisschen schwer, weil ich nicht genau weiß, wie ich die haben will, um ganz ehrlich zu sein. Da sage ich auch ganz ehrlich zu euch, Leute, ich bin nicht perfekt. Ihr müsst es auch nicht sein. Ja? Wenn ihr was baut oder so, dann habt nicht den Anspruch von darauf, von euch, tralala, instant das perfekte Bauwerk zu bauen. Sondern versucht erstmal, probiert rum. Manchmal gelingt euch ein Gebäude halt nicht so gut wie ein anderes. So wie hier jetzt zum Beispiel. Ich würde sagen, ich habe schon deutlich bessere Gebäude gebaut. Aber deswegen ist das hier noch lange nicht kacke. Das ist halt vielleicht nicht so gut. Aber halt nicht kacke. So, hier kommen jetzt noch Fenster hin. Ansonsten gefällt mir das von der Seite schon mal ganz gut. Da ist eh nur Wand, weil da die beiden Häuser aneinander kommen. Hier hinten kann ich theoretisch auch fast nur Wand machen. Ich lasse da tatsächlich mal frei für ein Fenster. Das Fenster hier, obwohl kann ich eigentlich auch freilassen, why not? Ich brauche Steine. So, und hier, ja, hier mache ich tatsächlich aber ganz solide, weil da direkt die Mauer kommt und da können Angreifer kommen.
Und da muss man halt sich in Sicherheit wiegen können, falls da mal was kommt. Wie gesagt, von hier innen sind halt alle Häuser, die ich hier habe, bis auf meinen, also eigentlich alle Häuser, die ich habe, noch nicht fertig. Das muss ich an dieser Stelle mal ganz kurz betonen. Es ist von innen noch nicht fertig. Also weder diese Häuser, die ich jetzt hier in der Folge gebaut habe, noch irgendwelche von den anderen Häusern. Aber ich habe euch versprochen, es gibt noch eine Third-Person-Timelapse und ich möchte jetzt in dieser nächsten Third-Person-Timelapse dieses Gebäude noch ein bisschen weiterbauen. Das war es dann aber auch schon mit dem Video. Also ich wünsche euch viel Spaß mit der Third-Person-Timelapse. Danach ist Ende. Deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle schon mal. Leute, wir haben dann 3 Häuser geschafft. Sowohl das hier als auch diese beiden Häuser. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Häuser sind natürlich noch nicht fertig. Es kommt noch Chisel Bits. Wir werden über alle Häuser, die wir hier noch haben, werden wir nochmal drüber gehen mit Chisel Bits, kleine Details einfügen, vielleicht eigene Fenster machen oder so weiter und so fort. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Also seid auf jeden Fall gespannt, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Ende und dieser Third-Person-Timelapse. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Castle. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.